fahr jetzt, dann fahr ich nur noch jedermann. Nein, sehen wir bitte meine Jacke und das Auto oder einfach um das Auto gehen. Das Fahrer 3, 4. So, die Masters-Fahrer, 2 fahren 19 Runden auf N6, es gibt keine Rundenvergütung. Und ich habe eine Bitte, die Masters 3 und 4 fahren 15 Runden. Führungsdienste der anderen Klasse dürfen durch die Masters 3, 4 Fahrer nicht in Anspruch genommen werden. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber... Nach der Sportordnung ist es nicht erlaubt und wir werden versuchen, von hier oben darauf einzuwirken, dass dies auch nicht passiert. Wir können von vorne nicht sehen, wer Masters 3 und 4 Fahrer ist. Das heißt also, ich appelliere auch an euch, wir müssen die letzte Runde einläuten. Es kann sein, dass ihr dann schon über die Ziellinie gefahren seid, weil wir können von vorne nicht entscheiden, wer hier Masters 3 und 4 ist oder wer Masters 2 ist. Das können wir leider nicht von vorne sehen. Und so wie es aussieht, fahrt ihr ineinander. Das war bisher noch immer so und das wird auch heute so sein. So, ihr fahrt nach den Bestimmungen des Bund Deutscher Radfahrers, der Sportordnung und wir behalten uns vor, aussichtslos im Rennen liegende Fahrer zurückzunehmen. Es sind noch 40 Sekunden. Und die Fahrer der Masters-Klasse 3, 4, wir starten ca. 20 Sekunden dahinter, also nicht eine Minute, sondern 15 bis 20 Sekunden dahinter. Wir gehen davon aus, dass ihr nicht direkt in der ersten Runde schon in die Masters-2-Klasse hineinfahren werdet. Noch 10 Sekunden, das Führungsfahrzeug kann sich schon mal anziehen, weil vorhin hat er ein bisschen gestoppt, der Porsche. Jetzt kann er es scheinbar. 5,